Dies ist ein Hörerlebnis von Jumbo Neue Medien und Verlag GmbH. Mit Emma kann man über die Lobola nicht reden. Aber bei uns ist es immer so. Der Onkel der Braut und der Onkel des Bräutigams verhandeln. Wie viele Rinder muss der Bräutigam für die Braut bezahlen? Die Lobola ist also ein bisschen so wie die Ablösesumme beim Fußball, wenn sich ein Verein einen Star kauft. Ohne Lobola läuft nichts. Wenn der Bräutigam nicht genug Geld für die Rinder hat, dann platzt die Hochzeit. Den Wert einer Frau in Rindern berechnen. Das allerletzte. Das ist nun mal der Brauch bei uns. Tolle Begründung. Bescheuert ist das. Erzähl weiter, Sifiso. Jedenfalls war Pisi Sipo total stolz. Auf 9 Rinder hatten sich die Familien geeinigt. Oh. Und genau 9 Rinder hat er kaufen können. Godbless hat nie und nimmer Geld für 9 Rinder. Das habe ich auch gedacht. Aber er hat gesagt, er hatte Glück. Und dass ihm ein Junge die Rinder verkauft hat. Für einen super günstigen Preis. Nach einem Kriminalfall hört sich das alles nicht an. Wart's ab. Pisi Sipo Godbless war so sauer, dass wir ihm nicht geglaubt haben. Da hat er uns gesagt, er zeigt uns die Rinder. Und dann haben wir uns verabredet. Bei ihm zu Hause. War gar nicht weit der Weg. Die Homestead, wo er wohnt, ist nur eine Viertelstunde von Lion Lodge entfernt. Quer über die Hügel. Gut, dass ihr gekommen seid, Kinder. Sind das nicht prachtvolle Tiere? 7, 8, 9... Es sind tatsächlich 9. Und alle ehrlich bezahlt. Um sie für eine Frau einzutauschen. Ehrlich bezahlt, ehrlich bezahlt. Hat er ehrlich bezahlt gesagt? Dieser Betrüger! Schnell! Gemeiner Dieb! Hinter dem Busch! Ich hab nichts gemacht! Die Rinder waren doch... Aua! Ich hab ihn! Was soll er? Aua! Hände weg! Betrüger! Haut ab! Hinterher! Sotzi! Na warte, komm raus, du! Ich hab nichts getan! Bei 3 trete ich die Tür ein. 1, 2... Was ist hier los? Inspektor Gwebu. Zum Glück. Er hat unsere Rinder gestohlen. Was? Stimmt gar nicht. Es sind meine Rinder, Inspektor Gwebu. Die Rinder für meine Lobola. Diese Männer lügen. Was? Ja, Ruhe. Woher hattest du das Geld für so viele Rinder? Gespart. Ein Junge, der sie mir verkauft hat, hat gesagt, dass ich sie weit unter Preis kaufen kann. Aha. Sein Vater brauchte dringend Geld für den Doktor oder sowas. Na ja, sowas. Dann hast du doch sicher eine Quittung bekommen, PC Sipu, God bless. Die beweist, dass du die Rinder gekauft hast. Hm? Ich habe bezahlt, aber keine Quittung. Ah. Wer fragt nach einer Quittung am Fuß des Gobolondo Mountain? Jeder, der kein Dummkopf ist, fragt nach einer Quittung, wenn er 9 Rinder kauft. Wenn er sie wirklich gekauft und nicht gestohlen hat. Die Sache stinkt ja wohl zum Himmel. Aber sowas von... Das ist doch alles gelogen. Ruhe. Police Constable Sipo, ich verhafte dich wegen des Verdachts des Viehdiebstahls. Was? Hände auf den Rücken. Meinen eigenen Constable, es ist eine Schande. Aber Chef,